Ich mag dich, kleiner Henry. Ich wünschte, es gäbe mehr junge Männer, die so wie ich sein wollen. Ich sag dir was. Du kannst heute der Partner von meinem Sohn sein. Mein Sohn wird eines Tages alles hier übernehmen. Beobachte ihn also peinlich genau, Henry. Mein Sohn ist die Zukunft. Du hast gehört, was Herr Best gesagt hat, Henry. Mach alles, was er sagt und alles, was Wilhelm sagt. Alles klar. Wird gemacht. Konferenz im Konferenzzimmer in exakt 10 Minuten. Erste Aufgabe, Jungs, Tee kochen und Tee servieren. Und denkt dran, ich könnte euch beobachten. Vergiss nicht, Henry. Du machst alles, was sie sagen, ja? Müssen wir so viel Tee kochen? Machst du Witze? Ich habe Besseres zu tun, als auf Vater zu hören. Toll! Und was machen wir stattdessen? Du kapierst es nicht, oder? Du kochst den Tee, ich sehe dir zu. Auf keinen Fall! Wenn du nicht tust, was ich sage, feuert mein Vater deinen Vater. Also an die Arbeit, du Hohlbirne. Gut. Und jetzt ordne ich dir an, diese Sachen in den Tee zu mischen. Vergiss nicht, tu alles, was sie sagen, ja? Tja, wenn das ein Befehl ist? Schmeckt toll! Guter Tee, Wilhelm! Danke, Henry. Mit diesem Tee hat jemand rumgepfuscht. Wer war das? Das war Henry, Vater. Ich wollte's verhindern. Er hört nicht auf mich. Aber er hat's mir befohlen. Und du hast gesagt, dass ich alles tun muss, was er sagt. Keine dummen Ausreden. Sie sollten Ihren Sohn besser im Griff haben. Du musst lernen, was es heißt zu arbeiten, Henry. Ihr geht jetzt beide runter in die Verpackungsabteilung. Sofort! Das zahle ich dir noch heim, du Ratte. Nein, kannst du gar nicht. Denn mein Vater ist der Boss und da kannst du gar nichts machen. Du hilfst mir jetzt, sonst gehe ich. Würde ich nicht. Sonst bekommst du noch mehr Ärger. Und du arbeitest nicht schnell genug. Oh, sieh dir das an. Nichts hasst Vater mehr als Verschwendung von Zahnpasta. Jetzt wird er bestimmt stocksauer werden. Getroffen. Sei nicht so gemein, Henry. Ich wollte ihn aufhalten, Vater, aber er hört nicht auf mich. Ich glaub's nicht. Das ist ein schändliches Benehmen, Henry. So etwas kann ich nicht dulden. Wenn ich wirklich dein Chef wäre, würde ich dich feuern. Henry, ich schäme mich sehr für dich. Er macht nur Ärger. Und wenn ich die Fabrik übernehme, würde ich ihn nie anstellen, Vater. Ich weiß, mein Sohn, aber du musst verstehen, dass manche Kinder nicht so eine gute Erziehung wie du haben. Ich gebe dir noch eine letzte Chance, Henry. Mein Sohn, zeig Henry den Fotokopierer und lass ihn Fotokopien für mich machen. Und Henry? Ich weiß, Herr Best, ich soll aufpassen und von Wilhelm lernen. Dieser fiese, hinterlistige Rotzlöffel müsste erwischt werden, wenn er was ganz, ganz Schlimmes macht. Aber was? Das ist es! Genau! Hey, Wilhelm, mir ist gerade was ganz Tolles eingefallen. Warum kopieren wir nicht was ganz Übles und hängen es dann in allen Büros auf? Ach, und was? Ist ziemlich krass. Gute Idee. Ich zuerst. Nein, ich zuerst. Ich bin der Boss und der Boss darf immer als Erster. Ach, richtig. Du weißt es am besten, Wilhelm Best. Ja! Wir müssen das ganze Land überzeugen und dann die ganze Welt. Denn ein Tag ohne Zahnpasta ist wie... habe ich irgendwas Witziges gesagt? Nein, Herr Best. Sie würden wir doch nie auslachen. Was?
Vielfalt ihren Weg durch die Erde, um ihr Nest zu bauen. Henry! Henrys beste Party aller Zeiten. Punkt 1. Essen. Chips, Burger und jede Menge Pommes. Karottenstangen. Lecker. Erdnussbutterbrote und Apfelsaft. Punkt 2. Ein Besuch im Laser-Sepp. Wir fahren in Stretch-Limousinen vor. Nein, keine Limos, das ist viel zu teuer. Ein Bus ist aber viel besser für die Umwelt als Limousinen. Kann dir doch egal sein. Du bist nicht eingeladen. Henry, Peter ist dein Bruder. Natürlich ist er eingeladen. Aber er wird mir alles verderben. Gemein, Henry. Kein Peter, keine Party. Na gut, aber weh, du vermasselst mir das, du Zwerg. Ja. Das Geburtstagskind heißt Henry. Henry, sag mal, als ihr an Berts Geburtstag im Lasersepp wart, hast du da alle Laser kaputt gemacht? Nein. Und Schleim in alle Raumanzüge geschmiert? Nein! Und was war mit dem Kleber in den Moonboots? Ja, das war super. Ich meine, das war ich nicht. Tja, du hast Hausverbot im Laser-Sepp. Das bedeutet, wir müssen die Party hier machen? Nein! Ich will aber zu Laser-Sepp. Ich habe allen versprochen, dass es ganz toll wird. Keine Sorge, ich kenne viele tolle Spiele. Geschenk hat, darf reinkommen. Sei nicht so gemein, Henry. Wo ist Bert? Er müsste längst da sein. Bert ist beim Zahnarzt. Seine Mutter bringt ihn vorbei, wenn er fertig ist. Du musst eben ohne ihn anfangen. Na gut, los geht's. Ich weiß schon. Es ist eine Packung Filzstifte. Gefallen sie dir, Henry? Filzstifte habe ich schon. Henry? Was sagt man da? Vielen lieben Dank. Der nächste. Das ist ein Wandteppich und den habe ich selber ausgesucht. Warum? Oh, ich nehme ihn, wenn du ihn nicht willst, Henry. Ist das toll. Du hast bunte Tierseifen bekommen und eine Märchen-CD und... Oh, wow! Koch dir dein eigenes, gesundes, vitaminreiches Essen. Fantastisch! Was sagt man dazu allen, Henry? Bäh! Henry! Noch grässlicher kann diese Party nicht mehr werden. Habt ihr Lust auf Partyspiele? Doch, kann sie. Ja, los, gib schon weiter, Henry. Komm schon, Henry, gib es weiter. Ist ja gut. Fang, du Zwerg. Sei nicht so gemein, Henry. Also, wer hat Lust auf Wer wackelt, verliert? Er hat sich bewegt. Hab ich nicht. Du hast mich geschubst. Hab ich nicht. Doch. Henry, ich warne dich. Ja, Henry, wir haben Spaß. Nein, haben wir nicht. Ich zeig dir, was Spaß ist. Ja, legt los, Killer Boy Reds. Ihr müsst alle tanzen. It's so easy being me. I'm hard.
du nicht gesehen, Peter. Gut, gehen wir. Ich kann's kaum erwarten. Da kann ich mal was Neues probieren. Ich esse alles gern. Naja, alles außer rote Beete. Ich mag auch alles. Naja, alles außer Tintenfisch. Oh, und Papa mag keine Tomaten. Und ich mag überhaupt nichts außer Whopper Whoopie Burger. Und ich gehe nicht mit. Dabei bleibt's. Na schön, Henry. Ich schlag dir was vor. Du kommst mit, benimmst dich und isst alles, was auf deinem Teller ist. Und dann bekommst du 2 Euro. 2 Euro? Und dafür muss ich mir nur ein paar Gabeln ekelhaftes Essen reinschaufeln? Normalerweise muss ich das umsonst machen. Wie wär's mit 3 Euro? Treib's nicht zu weit, Henry. Na gut, abgemacht. Und was bekomme ich fürs Bravsein? Wer brav ist, belohnt sich selbst, mein kleiner Liebling. Hm? Es ist sehr nett von Tante Ruth, uns zum Abendessen ins Restaurant très chic einzuladen. No, ist bestimmt nicht so gut wie Whopper Whoopie. Da gibt's was Ordentliches. Und euer Cousin Achim wird auch kommen, Jungs. Oh nein! Nicht der affige Achim! Achim ist mein Lieblingscousin. Wo soll ich parken? Wir parken für Sie, es sei denn, Sie wären der Chauffeur. Meine Lieben! Tante Ruth, wie schön, dass wir... Ein neuer Wagen, Ruth? Oh, ich bin nicht sicher, Schätzchen. Unsere Limousinen sehen für mich alle gleich aus. Was für ein Modell ist denn euer Wagen, Henry? Rostlaube 2000? Besten Dank. Oh, seht euch das an. Ja, ist das nicht fabelhaft? Ein wahres Kunstwerk und ganz aus Eis. Ich hätte nicht gedacht, dass du mitkommst, Henry. Ich bekomme 2 Euro, wenn ich alles auf meinem Teller aufesse. Und ich bekomme gar nichts, denn wer brav ist, hat sich selbst belohnt. Hä? Klappe, du Zwerg! Ich dachte, der Laden heißt très chic. Unter chic stelle ich mir aber was anderes vor. Schrei hier doch nicht so. Ich kann schreien, wo und wann ich will, Brunhilde. Das wäre ja noch schöner. Mutti. Wow, ich wusste gar nicht, dass Lehrerinnen Mütter haben. Also, wonach wäre euch denn? Ich empfehle Le Haut de Cochon avec le Jeu du Mouton. Ach, gibt's hier nichts, was man versteht? Das ist ein französisches Restaurant, Blödian. Bestell du für mich, Tante Ruth. Ich esse alles gern. Ja, vielleicht sollte Tante Ruth für uns alle bestellen. Sehr gute Idee. Kommt nicht in Frage. Ich muss alles auf meinem Teller aufessen, also bestelle ich selbst. Was davon sind Hamburger mit Pommes? Das würde auf der Mittagskarte stehen, Monsieur, aber wir haben mittags nicht geöffnet. Du traust dich bestimmt nicht, Escargot als Vorspeise zu bestellen. Ach, und was ist das? Schnecken. Ja, klar. Als würden die in einem stinkvornehmen Lokal Schnecken servieren. Und dann als Hauptspeise Kutteln. Das sind die Innereien von Schafen. Aber wenn du ein feiges Huhn bist... Ich bin kein feiges Huhn. Ich nehme Escargot und Kutteln. Ah, unsere Spezialität. Sehr gut, Monsieur. Hey, voilà. Boah, wie eklig. Bin gespannt, wie du die isst. Zwei Euro, Henry, 2 Euro. Mmh, gar nicht übel. Eigentlich ein Kaugummi. Probier mal, Achim. Die sind ja so von lecker.
Schau mal, Mieze. Eine schöne, große, leckere Maus. Herkules! Hilfe! Oh, mein Arsch, Baby! So müsste Peters Cello viel besser klingen. Armer Herkules, Mami beschützt dich. Sie sollten diese wilde Bestie wirklich einsperren. Das ist doch echt gemein. Ich hock hier drin und die da unten haben ihren Spaß. Schokolade, Mousse au Chocolat. Tja, wenn die mich nicht dazu einladen, lade ich mich eben selber dazu ein. Perfekt. Das Essen ist serviert. Oh je. Peter kann doch gar nicht so gut spielen. Da hat jemand in deinen Noten rumgeschmiert, Peter. Schlecht. Komm her, Kleiner. Braver Junge. Tut mir leid, aber das ist die letzte Nuss. Ach du Schreck. Und für die Kinder ist es herrlich, hier aufzuwachsen, denn, Herkules, böser Hund. Ich muss mich entschuldigen. War die Schüssel voll? Nicht so schlimm, waren nur ein paar Nüsse. Ich wusste gar nicht, dass die so hoch springen können. Das wusste ich auch nicht. Er möchte wohl auf sich aufmerksam machen. Ich muss vorsichtig sein. Zeit für Ekelchips und Monstertrank. Das wird bestimmt lustig. Henry, du solltest doch längst oben sein. Aber ich will Herrn und Frau Dumm auch kennenlernen. Chips. Wie reizend. Stumm, nicht dumm. Aber du nennst sie doch auch immer so, oder Mama? Peter, hol Frau Stumm was zu trinken. Wird gemacht, Mama. Wollen Sie mich etwa vergiften? Oh je. Kommen Sie, Frau Stumm, ich zeige Ihnen, wo Sie sich frisch machen können. Und Jungs, ihr geht ins Bett. Machen wir, Mama. Gute Nacht, Herr Stumm. Ich hoffe, Frau Stumm geht es schnell wieder besser. Ekelchips, stimmt's? Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Du traust dich bestimmt nicht. Du sollst doch nicht rülpsen. Aber das ist mir so rausgerutscht. Und außerdem solltest du längst im Bett sein. Oh, wie schade. Peter hat uns ja schon was vorgeführt. Aber wie wär's mit Henry? Du kannst bestimmt auch was, Henry. Na klar, ich kann Karate. Hiya! Ah! Oh. Sehr gut, Henry. Aber ich bin auch nicht schlecht in einem Kampfsport. Stummikido. Jetzt wird's aber Zeit fürs Bett, Henry. Ich brauche deine Hilfe.